Der Konflikt traf Konoha unerwartet. Hiruzen Sarutobi, der dritte Hokage und ein starker Kämpfer, stellte sich in dem Chaos Orochimaru furchtlos entgegen. Als einer der legendären Zannin war Orochimaru einst sein Schüler gewesen. Orochimaru hatte die Absicht, mit dem Flächenbrand die Vernichtung von Konoha durch seine Hand herbeizuführen. Zudem hoffte er, Sasuke entführen zu können, um seinen überlegenen Körper als Gefäß der Reinkarnation zu nutzen und seine Macht zu mehren. Um Hiruzen zu bezwingen, setzte Orochimaru das verbotene Wiederbelebungsjutsu ein, um die ersten beiden Hokage Hashirama und Tobirama Senju herbeizurufen. Er wollte, dass es zu einem erbitterten Kampf zwischen den Hokage kommt. Es liegt eine seltsame Freude darin, den zu verletzen, den man einst Meister nannte. Ach, so ist das. So empfindest du also, ja? Gleich werde ich dir auch etwas von diesem Gefühl zuteil werden lassen. Nein. Orochimaru belebt sie wieder? Das darf nicht sein. Wie schrecklich. Die Totenruhe zu stören und die Zeit zu manipulieren. Unfassbar. Lass dich nicht zu schnell töten. Wäre doch langweilig. Los geht's! Los geht's! Kunst der Fünf! Ultra-Kombo-Jutsu! Konoha zerstören, was? Da! Kunst der Fünf! Ultra-Kombo-Jutsu! Du bist in die Dunkelheit eingetaucht und ich strafe dich entsprechend. Dein Traum, Konoha zu vernichten, endet hier und jetzt. Du schwacher Greis! Gib mir meine Arme zurück! Du wagst es, mir mein Jutsu zu stehlen! Leb wohl, Orochimaru, mein Schüler. Und so scheiterte Orochimarus Plan. Im Kampf um Konoha mussten die Konoha-Ninjas alles riskieren, um Orochimarus Pläne zu durchkreuzen. Wo die Blätter der Bäume tanzen, sind die Flammen zu finden. Das Feuer wird das Dorf erhellen und die Bäume treiben erneut aus.